Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. Wie versprochen habe ich jetzt ein bisschen gewartet. 4 Stunden, um genau zu sein, sodass ihr mich auch wieder sehen könnt, wie ich hier langlaufe. Wo laufe ich eigentlich hin? Ach ja, genau. Wir sollten doch mit Kontos reden. Genau da, wo wir quasi gerade waren. Der uns zusammengeschissen hat, weil er zu viel zu tun hat. Naja gut, das ist halt auch irgendwie kein Sympath. So. Das sollte auch kein großes Problem sein, einmal hier so drauf zu haben. Wahrscheinlich müssen wir einfach noch die andere Seite des Dokuments finden und wissen, um was es geht. So. Aber die haben wir halt jetzt noch nicht. Jetzt gucken wir nochmal hier. So, hier wollte ich gucken. Dann halt, das ist tatsächlich... Okay, der... Die Zauber sind schon wieder abgeklungen, obwohl sie 80 Stunden... Oder habe ich da irgendwie was verpeilt? Geschlafen haben wir nur 8. Oder es sind vielleicht 80 Runden gemeint. So, schön wäre es, wenn wir den magischen Schild von der Energiekosten ja sehr runtersinken könnten. Da hilft leider keine Solaranlage. So. Jetzt gucke ich mal hier, hier steht 83 STD. Und ich interpretiere das als Stunden. Grün ist mir so ziemlich egal erstmal. Das ist doof. War der jetzt in Panik oder vergiftet? Vergiftet. Gut, okay, das ist kein Problem. Sira, du hast doch so einen Zauber dagegen. Heile Gift. Ah, okay, das geht nicht im Kampf. Da ist mein Ton weg. Ah, okay. Das liegt daran, weil ich angerufen werde. Und dann schaltet natürlich meine Kopfhörer um auf das Handy. Das kriegt ihr natürlich gar nicht so mit. Ja, gut. Verwirrend. Ich muss darauf achten, dass ich beim nächsten Mal mein Handy das Bluetooth ausmache. Dann hätte das jetzt einfach nur vielleicht leicht gebrummt. So. Sagt die Vergiftung, ich könnte einen Trank nehmen, aber ich kann halt dann auch gleich den Zauber nehmen. So. Nein, nicht wegwerfen. Nehmen. Ich bin jetzt wegen dem Anruf immer noch ein wenig verwirrt, weil das eine unbekannte Nummer war. So, und jetzt kann Sira aber sagen, zaubern. Und da stand jetzt nur einfach, melde dich dringend wegen deiner Anlage. Und da denke ich mir so, das sieht mir sehr nach Scam aus. Ja. Das hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht, dass hier einfach so jemand aus dem Nichts anruft. Um 6:30 abends. Das ist für mich sowieso, telefonieren ist für mich sowieso ein Graus. Weißt du was? Solange wir noch nicht im rundenbasierten Modus bin, heile ich ihn nochmal eben ein bisschen. Dann verschwende ich dafür keine Runde. So, dann gucken wir eben nochmal. Sie hat immer noch, ja, immer noch 83 Stunden. Kann das sein, dass es beim Rasten automatisch wegfällt? Na gut, dann kannst du ja immer noch ein Schild machen und zwar auf Tom. Oder auf dich selbst eigentlich. So. Weil wenn das so lange hält, bis wir halt rasten, dann... Was ich jetzt, wie gesagt, nicht ausbrüche. Also 3 Schilde können wir machen. Danach hat Meltas keine Energie mehr. So.
Und ich denke, dieses Piepsen, was da kommt, ist, dass irgendein Soundeffekt nicht richtig geladen werden konnte. Und dann, weil das kommt, wenn ich mich nicht irre, nicht über die Soundblaster-Karte, also nicht über die Soundkarte, sondern tatsächlich über den PC-Speaker. Die DOSBox emuliert ja alles. Das heißt, man weiß nicht genau, aber diese Piepstöne, das klingt eher nach PC-Speaker als nach Soundblaster. Und der PC-Speaker war halt so ein Ding, wenn alle Hardware versagt hat, hat der noch funktioniert. Deswegen hat man auch so BIOS-Signale beim Hochfahren, wenn es Fehler gab, durch bestimmte Piepsignale des PC-Speakers gemacht. So. Das. Okay, das ist viel. Wenn Sira genug Platz hat. 20 Kilo, ja. So. Kann sie auch gerade nochmal. Sie kann das jetzt ziemlich oft machen. Okay, jetzt dass die Tonqualität jetzt abkackt. Das kann eventuell sein, dass das auch wieder der Emulation geschuldet ist. Der PC-Speaker, ich glaube, das hatte ich tatsächlich damals in DOS auch. Ja, der DOS-PC ist immer noch nicht fertig. Der ist, wenn ich jetzt sage auf Halde, dann klingt das vielleicht verkehrt, weil das klingt ja nach Müllhalde. Das stimmt natürlich nicht. Der ist on hold. Aber da ist tatsächlich schon ein Teil passiert. Also was da genau geht, ist, ich habe ein altes Mainboard. Und die Mainboards früher, die hatten einen anderen Formfaktor. Und früher war es auch so, dass die Schalter tatsächlich Strom zum Mainboard unterbrochen haben. Das heißt, man hatte nicht so ein Soft-Power-Off. Ich glaube, das sind die ATX-Boards, die heutigen, die das können. Sondern man hatte eben einfach dem Rechner einfach den Strom entzogen. Mit einem Schalter, der im Gehäuse eingebaut war und der dann halt wirklich einfach das Hauptstromkabel zwischen entweder zum Netzteil oder zwischen Netzteil und Gehäuse getrennt hat. Und hier merkt man, was passiert, wenn ich zu viel mich aufs Reden konzentriere. So. Und genauso eins ist das auch. Und wie gesagt, das hat einen anderen, ich glaube, Osten ist die richtige Richtung, oder? Ja. Hat auch einen anderen Formfaktor. Das heißt, man kriegt das nicht einfach in ein aktuelles Gehäuse eingebaut. Ich habe aber nur ein aktuelles Gehäuse, was so ein Tower, so ein hochstehendes Gehäuse ist. Ich will es nicht in ein Desktop-Gehäuse einbauen, wo es vorher drin war. Und deswegen bauen wir gerade ein Gehäuse um. Also wir heißt mein Vater und ich. So, er nervt jetzt schon mal wieder. Und dann können wir hier jetzt ja, was eigentlich Gerüchte. Was war das eigentlich, was er uns gesagt hat? Er hat was gehört, was ihn verärgert. Auch hier kann der mir sagen, was die Mahinos sind? Nee. Das ist jetzt natürlich doof, weil der hat gesagt, wir sollen mit Kontos selber reden und wissen wollen, was es mit dem schlechten Gefühl auf sich hat. Dann fahren wir nochmal nach Problemen vielleicht. Nee. Dann können wir nur noch mal nach Belovino gehen. Also wir haben jetzt einen Hint bekommen, dass der Wirt ein schlechtes Gefühl hat wegen etwas, was er über Kontos gehört hat. Aber ich weiß jetzt nicht, halt, ich könnte ihn auf Kontos ansprechen. Ich meine, normalerweise würde er dann einfach sagen, ja, das bin ich. Ich weiß, es gibt an dem Spiel ein paar Stellen, wo man wirklich einfach das richtige Keyword eingeben muss, weil es einem nicht vorgegeben wird. Nein, also Kontos weiß nichts über sich selbst. Schade, okay. Dann gucken wir nochmal in Beloveno. Wahrscheinlich habe ich jetzt die wichtige Stelle übersehen und wir rennen jetzt einmal zu viel im Kreis. Das tut mir leid, aber dann habt ihr auch zumindest das Feeling, was ich damals auch hatte. Abgesehen davon kann ich dann mehr vom DOS-PC erzählen. Also zurück zum DOS-PC. Das ist ja das Gerät, das ist wieder diese
Conficate gelaufen. Das Gerät benutzt natürlich noch kein SATA, es hat ja noch nicht mal einen USB-Anschluss. Aber man muss bedenken, wir rechnen heute irgendwie Prozessoren, irgendwie 3, irgendwas Gigahertz. Das Ding hat einen 12 Megahertz Prozessor, den man drosseln konnte, glaube ich, auf 7. Da hatte man dann in seinem Tower eine Turbo-Taste, die eigentlich, die war immer gedrückt standardmäßig, also das ist so eine inverse Taste quasi. Man hat den Turbo rausgenommen und hat damit den Prozessor gedrosselt, falls er zu schnell war für manche Applikationen. Ja, da sind Applikationen einfach abgestürzt, weil der Prozessor zu schnell war, weil die sind halt hergegangen, die haben halt eine ganz einfache Logik gehabt, die sagen, sag mir doch mal, welche Zeit gerade ist und dann zähl doch mal bis 100.000 oder so und sag mir jetzt mal, wie viel Zeit ist und dann gucken wir mal, wie viel Zeit vergangen ist. Und jetzt ist das, und dann wissen wir also so, wie lange, bis wie viel muss ich zählen, um eine Sekunde zu warten. Ja, das war früher eine ziemlich gängige Art und Weise, also einfach zu warten, weil man nicht die Möglichkeit hatte, im Betriebssystem zu sagen, hey, sag mir mal in einer Sekunde Bescheid. Und das Ergebnis ist, dass einfach keine Zeit vergeht aus Sicht des Programms. Er sagte, hey, das kann nicht sein. Ja, da muss der durch Null teilen an einer Stelle, weil er durch diese Zeit ja teilen muss, um zu wissen, wie viele. Er muss 1 durch diese Zahl nehmen, die er gemessen hat. Und dann weiß er, so oft muss er bis 100.000 zählen, um eine Sekunde zu haben. Und dann teilt er dadurch Null und dann bricht das Programm ab, weil durch Null teilen kann man nicht. Das ist quasi das, was da passiert. Und dann hat man halt den Turbo rausgenommen, also im Endeffekt die Drosselung angemacht. Ja, es hätte auch Choke heißen können. Und dann gingen die Programme noch. Tatsächlich hatte ich selbst nie ein Programm, was das Problem hatte. Ich habe das Problem dann erst bemerkt bei Programmen auf meinem ersten modernen Rechner, in Anführungsstrichen. Das war dann ein... Contos. Contos ist Androide. Ich habe sowohl Schlechtes auch als Gutes von ihm gehört. Okay, dann kann ich mal vorlesen. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Contos ist Androide, der in Kaunos lebt. Er ist dort mittlerweile angesehener religiöser Führer des Dorfes geworden. Contos ist sehr intelligent und ich habe gehört, dass er sehr gut zaubern kann. Ich habe sowohl Schlechtes als auch Gutes von ihm gehört. Was wisst ihr über Kaunos? Das ist ein kleines Dörfchen. Okay, dann erklärt er uns, wie wir hinkommen. So, kommen wir mal. Schlechtes. Bitte frag mich nicht, ich bin zu beschäftigt. Dann fangen wir nochmal Probleme. Gerüchte. Da weiß er nichts. Probleme. Ist schade, dass dieses Ding hier resettet. Dass der sich das nicht merkt. Vor allem nicht merkt, was man schon gesagt hat. Wollen wir nochmal hier den Dokumentenfetzen. Doch, da war er aus. Ja, wir müssen das Dokument beisammen haben. So, dann nennen wir hier nochmal mit Guard. Contos. Nein, nicht Kotos, Contos. So. Derselbe Text. Gut, dann. So, ansprechen. Hast du schon mal gesehen? Ja, haben wir. Peron, bist du sehr schön. Das ist der Einzige, den ich über sich selbst ausfragen kann. Du weißt was über Contos. Gleicher Text. Du weißt was über Gerüchte. Rat haben wir hier stehen. Du weißt was über Korruption. Nee. Das ist ärgerlich. Das ist der Vorsitzende im Rat. Fragen. Also sollen Leute fragen? Okay. Der kann uns direkt was über Gerüchte sagen. Das sind die schrecklichen Wesen aus der Stätte. Was wisst ihr über Wesen? Nichts. Aber hier natürlich nochmal, was wisst ihr über Contos? Schlechtes als auch Gutes von ihm gehört. Ja. Das hilft nicht sehr viel.
jetzt wieder zu der Frau gehen, wird die wieder mit uns anfangen und sagen, ich brauche eure Hilfe, bla bla bla. Weil ich das Spiel noch nicht mal gemerkt habe, dass ich die Hilfe schon angenommen oder schon akzeptiert habe. Wieso vergesse ich bei Albion eigentlich ständig meinen Timer anzumachen? Da dachte ich noch so bei mir und dann wurde es Nacht. So. Dann erstmal so. Da haben wir auf jeden Fall hier. So. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob der Preis gut ist oder nicht tatsächlich. Ich kann hier gleich wechseln, naja. 1,2, doch, das ist der Standard. Der Standardpreis, den ich überall jetzt so hatte. Außer bei Vinion, das war aber auf dem vorherigen Kontinent, der hat 1,5 gezahlt. Das war natürlich gut, aber jetzt haben wir erstmal gut Geld. Guck dir das mal an. So, dann schauen wir mal hier. Gesehen, davon ist ein Slot frei. Oh, 250 Goldstücke für das verfluchte Schwert. Doch, das mache ich. Weil ich wollte jetzt gerade sagen, dann warte ich lieber, bis ich bei dem anderen bin. Aber ganz ehrlich, das dauert noch eine ganze Weile, bis wir wieder zurückgehen können. Jetzt sieht der Slot natürlich frei aus, obwohl es nicht ist. Das ist natürlich auch lustig. So, dieses blaue Edelsteinchen haben wir hier auch schon mal verkauft. Das heißt, können wir einfach den Slot weiter nutzen. So. So, den grünen Edelstein haben wir nicht, aber den Kram hier. Ich mache jetzt hier ein heilloses Durcheinander, wie ich verkaufe. Ich bringe euch jetzt alle komplett in den Wahnsinn. So. Sehr schön. Sie hat nichts mehr. Er hat nichts mehr zu verkaufen. Die Steine, die kann man eigentlich auch wegwerfen. Tom hat ja ein paar, falls wir sie irgendwie questmäßig, also falls es irgendwie einen Trick gibt, dass man Gegenstand benutzen, einen Stein benutzen kann. So, dann gucken wir mal. Schatzstiefel hat Stiefel. Okay. Das sagt die Rüstung. Kettenhemden haben sie auch alle. Er hat sogar das große Kettenhemd. Was sagt hier der Kopf? Der Kopf sagt hier die Kappen. Schlagenden Kappen. Er hat den Metallhelm. Er hat das Ding hier. Ich glaube, kann der die benutzen? Wissenschaftler, ja. Und das müsste jetzt eigentlich... Genau. Das müsste der nächste Kauf sein. So, mittlerweile haben wir so viel Gold, dass es ziemlich egal sein kann. Wir haben wieder einen Slot freigemacht. So, die Kristallwurf-Axt, auch wenn die wahrscheinlich... Wow, die wird wahrscheinlich mega sein. Fernkampfwaffe mit 12, die halt... also ich weiß, die hier pusht Fernkampf extrem, hat aber auch Schaden 30. Ich bin tatsächlich... versucht, die zu behalten und zu sagen, wer immer Fernkampf macht, soll die nehmen dann erstmal, weil die so viel Schaden macht. Und ich glaube auch den, wenn ich es hier untersuche, hat halt nur 8 und braucht Munition. Und wenn ich die Axt, ich meine, ich kann ja gucken, das mache ich einfach beim nächsten Kampf. Ich werfe die Axt mal und gucke, ob wir sie behalten. Ich speichere vom nächsten Kampf. Wenn wir sie behalten, dann ist sie geil. Wenn wir sie nicht behalten, verkaufe ich sie einfach. Weil für einmal werfen, ganz ehrlich, ist das Quatsch. Und 1250 Gold ist, das kann sich sehen lassen, ja. So. So. Dann auf zum Waffenschmied. Ich weiß nämlich nicht mehr, bei wem ich jetzt was... gelegt habe, aber preislich waren die, glaube ich, alle gleich, außer die eine, wo man sagen kann, kaufen und verkaufen. So. Okay, hier kann ich nur Sachen verkaufen, die er schon hat.
Der große Dolch ist... Da, ja. 3,5 Gold kostet der. Kriegen wir natürlich weniger dafür. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben den Slot frei und wir haben Geld gekriegt. So. Siehe. Nichts mehr Besonderes. So, wir haben den Luke's Dolch. Der Stärke plus 10, Nahkampf plus 15 bringt. Das ist hier. Da haben wir noch Danus Licht, was natürlich auch interessant sein könnte. Den könnten wir uns auch nochmal angucken. Der macht mehr Schaden. Und da er so einen Namen hat, kann es gut sein, dass der irgendeinen Bonus noch bringt. Dann haben wir natürlich Sachen wie einen Streitkolben, Kriegerin. Ah, das ist... Wir hätten ja die andere nehmen können, ja. Okay. Dann sind wir hier auch schon durch. Weil Inventar voll. Also vom Händler. Ich muss nur auf die andere Seite gehen. So. Wegmarkierung gesetzt. Ach, wahrscheinlich ist das, dass man mit dieser Frau reden kann. Ich glaube, die hätte auch was zu sagen. Ja, nur, dass wir mehrfach mit Leuten reden sollen. Was ist das jetzt für eine Wegmarkierung, die wir gekriegt haben? Der Marktplatz. Auf dem kein Markt stattfindet. Naja. Es ist trotzdem ein schöner Point of Interest, das stimmt. So. So, hier müssen wir auf Kaufen gehen, weil wir dann bessere Preise kriegen. Also zunächst einmal kaufe ich dir das ab, wegen dem Slot, der dadurch frei wird. 12,5. Das ist jetzt der gleiche Faktor wie bei allen anderen auch. 1,2. So, dann verkaufe ich mich eben diese hier. Die stacken nämlich. So. So, und dieser Ring hier, der bringt zwar Geld, aber ich ziehe den Dieb jetzt einfach an. Weil der bringt auch 1 an Verteidigung. Und selbst der Feuerring, die sollte ich einfach Leuten einfach anziehen, weil die ja Verteidigung bringen. Und ich meine, der hier, wie steht es im Wertgegenstand, ist irgendwas zum Verkaufen halt. Also das Ding, ja, wir haben natürlich keinen Lagerplatz mehr. Die zu kaufen lohnt sich nicht, weil es ist zu teuer und wir kriegen sie ja nur zum gleichen Faktor, also bei dem gleichen Händler wieder los und kriegen daher weniger Geld. Das lohnt sich, also das hatte sich jetzt eben nur gelohnt, weil das halt eine einzige große Vanya-Kugel war. Das Schwert könnte man, da könnte man noch sagen, okay, vielleicht geben wir das Geld aus und schieben das Schwert zu einem anderen Händler, um zu diesem Leuchtstab verkaufen zu können. Ich guck gerade hier nochmal, ob jetzt irgendwas da ist, was sieht nicht so aus. Okay. Dann tun wir mal ein bisschen Inventarmanagement machen, nämlich diese Erlaubnis, die wiegt nichts. Die Waffe kann auch eigentlich mit anderes nehmen. Die Axt. Erstmal Meltas. Also wenn ich Meltas gucke, Fernkampf, ne, den würde ich jetzt im Fernkampf trainieren wollen. Auf 70 hoch. Weil sie steht halt eher vorne. Aber er steht hinten. Das heißt, ihn trainiere ich im Fernkampf auf 70 hoch, wenn es geht. Und dann kann er die Axt verwenden. Und Haut macht ordentlich Damage. Irgend sowas in der Richtung zumindest. So. Bei der Heilerin können wir nur geheilt werden. Das können wir aber auch gerade mal machen. Das ist nicht die Heilerin. Ist das die Heilerin? Das ist die Heilerin. So. Weil es doch eine recht günstige Art ist, Leben zurückzukriegen. So. Was ich hier nicht kriege, sind Heiltränke, leider, aber die kriege ich halt bei den anderen. So. Guck, hier ist nämlich das, die Markierung.
Das Gasthaus und die Herberge. Ich weiß schon wieder nicht mehr, welches Haus das war. Wo. Ich habe sogar schon ihren Namen vergessen. Ich bin ganz schlecht mit Namen. Wohnte sie am Markt? Ja, ja, das müsste das Haus sein. Sie wohnt am Marktplatz. So, ja, da ist auch schon. Seid ihr bereit zu helfen? Das ist wieder dieses Standard-Intro. Sie sagt wahrscheinlich auch nichts zu den Dokumentenfetzen, wenn ich mich irre. Kontos. Selbe Text. Der Gegenstand interessiert sie nicht. Was wisst ihr über Gerüchte? Was wisst ihr über Probleme? Nee. Fällt mir leider nichts ein. Das sieht so aus, als müsste ich wieder zurück zu den Iskai und nochmal mir das anhören, was er zu sagen hat. So, gehen wir aber erst nochmal hier. Und tatsächlich in der Herberge schlafen. Das mache ich dann auch gleich nochmal. Und mal gucken. Und schon ziemlich viel Mist in unserem Inventar. Zu sagen. Ja. Ja, Kula kann auch einiges tragen. Ein bisschen was zumindest in Gesichtskarte. Dann gehen wir erstmal in die Herberge schlafen. So. Und dann würde ich sagen, mache ich mich auf in Richtung Iskaidorf, beziehungsweise ich schreibe mir das auf, dass ich das beim nächsten Mal mache und dann nämlich in einer Timelapse, damit die Zeit erst langsamer, in einer Timelapse. Das heißt, die nächste Folge wird nach der Anmoderation gleich mit einer Timelapse anfangen, wo ich ins Iskaidorf zurückrenne und gucke, was das war, und dann fange ich an und mache mir Notizen. Das heißt, ich werde dann tatsächlich mein Kind das Scribe wieder nebendran legen und mir einfach Notizen machen. Ganz klassisch. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also diesmal war das ja kein großartiger Erfolg. Außer, dass wir einen Haufen Geld gemacht haben. Und ein bisschen bessere Rüstung hier gekauft haben, zumindest für Rainer. Das ist schon mal was. Und ja, dann würde ich sagen, hier können wir tatsächlich auch den Edelstein verkaufen. Ja. Würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Also bis dahin. Ciao, miau.